Hallöchen, ihr Lieben. Heute zeige ich euch ein ganz einfaches Rezept für einen Marmor-Gugelhupf mit Nougat-Schokolade. Diesen leckeren Kuchen müsst ihr unbedingt ausprobieren. Neben dem klassischen Marmorkuchen wollte ich den Versuch starten, statt nur Kakao zu verwenden, die Nougat-Schokolade zusätzlich mit in den dunklen Teig mit einzurühren. Das Ergebnis spricht für sich, denn dieser Kuchen ist der Wahnsinn. Vorerst seht ihr hier schon einmal die Zutatenliste mit allen Zutaten, die wir für den Marmor-Gugelhupf mit Nougat-Schokolade benötigen. Als erstes gebe ich zum Mehl das Backpulver, Natron, Salz und gemahlene Haselnüsse. Die Zutaten werden in der Schüssel kurz verrührt. Nachdem ich sie jetzt kurz verrührt habe, stelle ich sie mal eben zur Seite. Nun gebe ich die weiche Butter, die Hälfte vom Zucker, also in dem Fall 90 Gramm davon, mit in die Schüssel. Sowie jetzt noch den Vanillezucker. Diese Zutaten werden mit dem Schneebesen für ca. 2 Minuten kräftig verrührt. Mit dazu kommen nacheinander die Eier und werden ebenfalls kräftig untergerührt. Nun fehlt noch die Mehlmischung und 120 ml Buttermilch. Beides gebe ich im Wechsel in die Rührschüssel. Wenn alle Zutaten untergerührt sind, teile ich mir den Teig in zwei Teile auf. Für den Nougat-Teig benötige ich etwa ein Drittel von dem hellen Teig. Diesen lasse ich auch gleich in der Rührschüssel drin und die anderen zwei Drittel kommen in eine separate Schüssel. Für den Nougat-Teig die Nougat-Schokolade kurz erwärmen, sodass sie richtig schön cremig ist. Ihr könnt sie übrigens über einem heißen Wasserbad erwärmen oder für 20, maximal 30 Sekunden in der Mikrowelle. In eine Schüssel gebe ich den Backkakao, den Rest vom Zucker und 2 Esslöffel Buttermilch. Das wird jetzt kurz verrührt. Dann gebe ich die Nougat-Schokolade dazu und rühre diese gut unter. Wundert euch hier bitte nicht, dass die Konsistenz etwas fester ist, denn das wird sich auch gleich ändern. Ich gebe nämlich jetzt diese Masse unterrühren zu den 1/3 von dem Teig. Die Gugelhupfform kann jetzt vorbereitet werden, dazu am besten mit etwas Butter einschmieren und ein wenig Mehl bestäuben, dann flutscht der Kuchen später auch viel einfacher aus der Form. Vom hellen Teig gebe ich die Hälfte in die Backform und verteile diesen ringsum. Dann folgt alles vom dunklen Teig, diesen werde ich auch ringsum wieder verteilen. Ja, zum Schluss kommt der Rest vom hellen Teig abschließend obendrauf. Hier wieder alles gut verteilen und damit der Kuchen innen drin so eine schöne Marmormusterform bekommt, nehme ich eine Gabel und gehe damit zweimal spiralförmig durch den Teig. Jetzt kommt der Kuchen in den Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze auf mittlerer Schiene für ca. 50 bis 60 Minuten backen. Nach dem Backen für 15 Minuten in der Form noch abkühlen lassen und dann vorsichtig stürzen. Jetzt kann der Kuchen vollständig erstmal auskühlen. Ihr könnt ihn dann mit Puderzucker oder geschmolzener Schokolade zusammen servieren. Fertig ist er auch schon und schaut euch doch mal bitte diesen köstlichen Kuchen an. Einfach der Wahnsinn, wie lecker dieser Kuchen ist. Also probiert es unbedingt aus. Teilt auch gerne das Rezeptvideo und lasst ein Däumchen nach oben da, wenn ihr möchtet. Ich danke euch fürs Zuschauen, bleibt gesund, dann bis zum nächsten Mal bei Jackies Rezeptewelt. Tschüss!